Der Palace von Morello mit dem Modelljahr 2023. Er ist wirklich wunderschön. Bis auf ein paar kleine Details erkennt der Laie nicht, dass sich was geändert hat. Denn das ist ja ganz wichtig. Dieter Glas, Brenner, er hat wirklich die Leidenschaft Palace entwickelt. Fährt selber ein Palace. Und man muss auch sagen, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass ihr einen voll integrierten baut, bei dem nicht zu sehen ist, ja, wie sich das Ganze ändert. Die Zyklen, lieber Dieter, hallo erstmal. Lieber Sven, hallo. Ja, wir drehen hier auf dem Caravan-Salon. Die Zyklen von den Fahrzeugen, die sind sehr lang. Das heißt also, derjenige, der das kauft, kann mit 4, 5, 6 Jahren Modellzyklus rechnen, oder? Von der Frontmaske. Ja, den haben wir jetzt seit 2018, 19 als Palace im gleichen Design. Wollen wir auch nicht unbedingt immer ändern. Das Auto läuft, das Auto ist unser Verkaufsschlager. Wunderschön vom Design her, deswegen hat es keinen Sinn, dass man jedes Mal wieder ein neues Auto entwickelt. Ja, ich bekomme jetzt einen Loftliner, der ist quasi von den Größen ähnlich, muss man sagen, also auch von der Höhe, von der Klappenhöhe und so weiter. Ich habe mich dafür entschieden, weil er sehr kurz ist. Ja. Das ist also eine Geschichte. Wo fängt der an von der Länge, der Palace? Der Palace oder der Loftliner? Der Palace. Der Palace bei 8,69 Meter. Da haben wir einen 85L, der steht gerade vor uns. Das ist unser Fahrzeug mit der kürzesten Aufbaulänge und geht bis 9,45 Meter. Du kannst verstehen, dass die Leute sich nicht sofort entscheiden wollen und können, denn es gibt so viele Optionsvarianten. Wir wollen heute mal ein Auto vorstellen, wo du sagst, das ist mal richtig schön ausgestattet, das ist aber im Auge des Betrachters letztendlich. Ja. Denn wir haben hier echt Glas, das Ganze wiegt auch ein bisschen was, da muss Beratung her. Was ist das hier für einer? Das wäre ein 88 LB, unser meistverkaufter Grundriss. Unser Chef sagt immer, wenn man den bauen würde, das würde eigentlich ausreichen, da haben wir alles mit dabei. Ich zeige es auch mal innen, wieso der so beliebt ist vom Grundriss her. Der hat 9 Meter Außenlänge angegeben, ist er mit 8,99 Meter, also auch psychologischen Grenzbereich, wo man sagt, da kann man noch gut irgendwo parken mit dem Fahrzeug. Der hat eine tolle Ausstattung, weil der hat jetzt mal diese Echtglasfenster mit der Echtglasbeblankung an der Außenwand. Und was bei dem auch wunderschön ist, der hat diese White Axle drin. Das heißt, der hat unten die Räder nahezu an der Außenseite vom Fahrzeug. Sieht alles einfach bullig aus, das ist stimmig, das Fahrzeug. Und eine wunderschöne Ausstattung. Simone hat ihn für uns mal reserviert. Ja, ist viel los. Heute ist Montag. Es geht jetzt wieder ein bisschen. Gestern war viel los. Hier ist eine neue, ist das eine Leichtmetallfelge oder ist das eine Radzierblende? Ich muss mal wissen. Das ist eine Radzierblende. Das sieht man immer erst auf der zweiten Blick. Das gibt es auch als Alufelge komplett. Aber schön. Ist schön, ja. Man hat, ist auch im Alu, also das heißt gleiche Metall. Und eine Spurverbreiterung. Da wird zwischen den Rädern eine Distanzscheibe montiert. Damit kommt das äußere Rad auch weiter raus und dann wird eine Alublende draufgesetzt, die das gleiche Design hat wie das Vorderrad. Also wie hier steht, Palace 88 LB, kostet er 411.550 Euro. Du bist schon ein paar Jahre bei Morello. Das ist schon viel Geld, muss man sagen, für ein Auto. Aber man kriegt für einiges für, oder? Ja, die Preise sind, wir sind schon bei der dritten Preisliste im gleichen Jahr. Die Preisliste 2022-3. Die Preise steigen, das liegt aber auch daran, dass die Rohstoffpreise steigen. Die Herstellungskosten sind zwischenzeitlich auf einem Niveau, wo wir gucken müssen, dass wir nachkommen. Aber ein Palace mit 400 vor einem Komma, das haben wir jetzt selten gehabt. Ja, man muss sagen, der aber ist. Derzeit kommen die echt tatsächlich auf rund 400.000 Euro im Listenpreis. Der ist ja schön. Wir haben gesagt, wir machen mal ein kurzes Video, werden das mal knackig durchführen. Du hast schon mal reingeschaut. Das ist jetzt, ich sag mal, so eine mittlere Größe. Ich glaube, es fängt unten an. Der ganz kleine heißt wie? Ein 85L. Von der Baureihe. Ein Home. Also, wir haben eine Home-Baureihe, dann kommt als nächstes der Loft. Loftliner, Palace sind so auf dem gleichen Niveau. Mhm. Und dann geht es Palace Liner, Empire. Liner und Grand Empire. Komm, wir gehen mal rein. Ja, guckt mal rein. Also heute letztes Video für Simone. Das ist so. Die Möbelfarbe, was haben wir hier? Das wäre die Wohnwelt Live. Aralie Sinn nennt sich Solz. Hat eine wunderschöne Ausstattung. Hat in der Wohnwelt oben noch dieses Kaschmir. Das heißt, diese Oberschrankfronten sind nicht im Cremeweiß, sondern im Lichtgrau. Und in Verbindung mit alle anderen Farben vom Fahrzeug ist es ein sehr harmonisches Fahrzeug. Also sehr beliebt, genau diese Farbkombination verkaufen wir sehr oft. Helle Küchenplatte, das Leder nennt sich Steingrau, passt ideal zu der gesamten anderen Farbe vom Fahrzeug. Und
sehr oft wird genau diese Kombination ausgewählt. Deswegen hier sind wir so im Auto, das wenig polarisiert, das den meisten Leuten gefällt. Also 9 Meter Länge, ja. Gesamtlänge über Puffer, das heißt Außenlänge 9 Meter, korrekt? 8,99. 8,99 Meter. Ja. Das hier ist also nicht dieses typische Elfenbein, was ihr verwendet habt. Es ist steingrau, hast du gesagt? Oder? Das nennt sich Kaschmir, das Leder nennt sich steingrau, mhm. Und hier haben wir so lichtgraue Oberfläche. So, was ist das für eine Holzoberfläche hier auf dem Tisch? Also für das eine nennt sich Granit. Granit. Ja, das ist so Resopalplatte in Granit, ausziehbar. Hat der gleiche Holzrand wie im Endeffekt die Möbel, die Grunddesign vom Möbel. Ja, und wie gesagt, uns gefällt er mega gut. Mein Fahrzeug hat genau die gleiche Ausstattung von den Farben her. So, was Interessantes, ihr habt diesmal Stoff gewählt. Ich hatte immer Stoff. Das ist so, man kann ja Leder auch außen wählen, also für die Wandbespannung, die hier mit dabei ist. Mhm. Was ist dein Tipp, Leder oder Stoff? Das ist schwer, einen Tipp abzugeben. Bei dem Fahrzeug, wenn man ich sag mal, das Gesamtbild sieht, ist das Kunstleder noch harmonischer, muss man sagen. Also hier unterscheidet sich der Farbton leicht beim Kunstleder mit der Baldachine zusammen, gibt es ein Bild. Von der Wertigkeit her, denke ich mal, ist das Kunstleder ein bisschen hochwertiger. Es ist aber halt auch generell, die Farben sind zeitlos, oder? Ja. Das kann ja. Man schon so sagen, oder? Also ich sag mal, wenn man so ein Grundfahrzeug in einem harmonischen Design aussucht, dann kann man Akzente setzen mit Kissen, ja, oder mit Vorhänge. Also da findet jeder so irgendwas, wo ihm gefällt. Aber trotzdem, über Geschmäcker, das habe ich einfach gelernt, hat jeder einen komplett anderen Geschmack. Es kommen auch Menschen rein, die sagen, das geht gar nicht. Also auch das gibt's. Die Vorhänger, was sind das für welche? Die nennt sich jetzt Leafline, schon neues Design. Und dann hat man noch diese Flächervorhänge. Und das Leafline ist immer eine Kombination mit verschiedenen Kissenpaketen. Hat so einen 3D-Effekt mit drin. Ja, genau. So, Fernseher ist wo? Der Fernseher sitzt hier oben auf der Beifahrerseite. Wow, dafür warst du verantwortlich. Kann man ja, von der 40 Zoller, ja. Der 40 Zoller. Also den habe ich mir verdient, so muss ich sagen. Da war seither immer ein 32 Zoller einbaut. Ist jetzt hier dein Laden? Nee, nee, das hat nichts mit dem zu tun. Aber ich habe damals den Wunsch gehabt, wenn ich mal Auto bestelle, dann bitte auch ein 40 Zoller, der muss reinpassen. Ah, ja. Und die Technikabteilung hat das umgesetzt. Weil man im Endeffekt hier noch Boxen hatte für Soundsystem. Und dann hat dieser 40 Zoller nicht reingebaut, gepasst. Zwischenzeitlich macht man es mit einer Soundbar. Geniale Sache. Ja. Hast du wirklich so lange gemacht? Gebettelt, bis es kam. Simone? Du hast gesagt, man kann Akzente setzen, Farbakzente mit Kissen und Vorhängen und so weiter. Ja. Würdet ihr das dann auch anbieten? Also ja, ihr macht ja auch die Innenausstattung. Ja, 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 ne? Das heißt, ich will also rot, ich will pink. Genau, man kann verschiedene Gardinen wählen, man kann verschiedene Kissenpakete wählen. Und damit kann man dann tatsächlich in so einem Fahrzeug Akzente setzen. Okay. Mhm. So, Spülmaschine? Jo, mega. Spülmaschine von Fischer und Paykel. Eine Schubladespülmaschine, passen, ich glaube, 8 Gedecke passen rein. Das Schöne bei so einer Spülmaschine, man hat kein Geschirr rumstehen. Ne? Also ja, die nimmt zwar erstmal Platz weg, das heißt, es geht irgendwo Schubladefläche verloren, aber ich habe halt immer einen sauberen Bereich hier. So, nächster und braucht Punkt. Relativ wenig Wasser. Ist eine Waschmaschine drin? Spült, ist eine Waschmaschine drin? Ah, ich weiß nicht, ob der einen hat. Kann sein, vielleicht in der Garage. Ja. Also so eine kleine Mini-Waschmaschine. Hier drin bitte einmal öffnen, kurz die... Sag mal, meiner, den ich mal hatte, kann sich auch daran erinnern, 90 ja. 90 LS, ja. 90 LS oder mit der Spülmaschine, Waschmaschine, die wir so voll gemacht haben, bis zum geht nicht mehr. Der stand ja mal im Showroom. War das schön zu zeigen, eigentlich mal so einer? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, der 90 LS generell, auch im Palace, wunderschöner Grundriss. Der hat wieder mehr Stauraum, hat dafür vorne eine kleinere oder eine kürzere Couch. Ich sage mal, es sind alles so Baukastensysteme im Schlafzimmer, im Badezimmer und jeder kann sich so ein Auto zusammenstellen, wie es ihm gefällt. Hier eine Besonderheit, ein Dometic-Kühlaggregat, Freshlight, mit Fenster. Ja, nicht zum Öffnen, aber es kommt Licht rein und auch in einer sehr guten Position, weil ich kann Richtung Wohnzimmer kühlen, ich kann Richtung Schlafzimmer kühlen. Die hat auch noch eine Entlüftungsfunktion dabei, wenn es im Badezimmer ist, also man kann auch entlüften. Ja. Eigentlich ja, nette Geschichte. Das habe ich mir jetzt bestellt. Hier vorne ist nochmal eine Einbuchtung mit drin. Das nennt sich, glaube ich, Spielwiese. Nee, das kann eine Spielwiese sein. Wir nennen es eine Liegewiese. Du kannst sie auch Spielwiese nennen. Aber für uns ist es eine Liegewiese, wenn man sie bestellt. Ja, ist und Spielwiese. Man hat halt hier ein riesen
Riese Liegebereich, Matratze haben wir 1,10 Meter auf 2 Meter, also 2,20 Meter Breite. Mhm. Man hängt die Beine vorne nicht raus. Es ist ein bisschen mühsamer zum Bezieher, aber zum Schlafen oder Liegen ist sie perfekt. Ja, wenn du halt Kinder hast und so weiter, die kannst du hier mal einschließen. Machst du oben Netflix an. So, natürlich. Ein paar Bausteine. Und rein. Wo ist? Wo ist? So ist es. Das ist ein Konzept, du kannst hier schließen, kannst dich praktisch, der eine kann Fernsehen gucken, der andere kann vorne irgendwas anderes machen, das klappt. Hier vorne ist eine Mikrowelle drin. Wir haben zum Schließen, wir haben zwei Schiebetüren drin, das heißt, wir können jetzt Bad oder Richtung Schlafzimmer über zwei Türen verriegeln. Und ja, dann hat man zumindest auch ein bisschen Abstand voneinander und ein bisschen Ruhe. Genau, da haben wir jetzt unser Kombinationsgerät. Das ist eine Mikrowelle und ein Heißluftbackofen kombiniert. Läuft natürlich auf 220 Volt in Wettertechnik und ich kann sie, wie gesagt, nutzen, um auch mal fein zu baggern oder was aufzutauen und so weiter. Wenn ihr gerade zur Seite tretet, bitte beide, dann zeige ich mal gerade, es gibt verschiedene Küchenformen. Was ist denn das hier für eine? Das ist die Standardküche von Palace, also die sieht eigentlich immer gleich aus, aber die hat jetzt diese, man muss sagen, das ist die Wohnwelt Novelle. Und bei der Novelle hat man hier diesen Winkel um 10 Grad oder um 100 Grad zur Außenwand angewinkelt und nicht 90 Grad. Und man hat hier so ein bisschen offenerer Einstieg in diese Sitzgruppe. Reduziert ein kleines bisschen der Platz in der Küche, aber macht das ganze Auto aufgelockerter, so, wir haben's gesagt, weil es nicht so winkelig ist. Kurzes Video, es ist uns gelungen, Dieter. Das letzte Video war wie lang? 2 Stunden? 2 Stunden 26 haben wir geschafft. Ah, das ist gut. Du kannst oft den Kunden sagen, geh mal da und da hin, da kannst du das und das sehen. Ja. Wir haben jetzt mal nicht außen gezeigt. Wir werden diese Woche noch mit dir drehen. Das machen wir. Aber das ist wirklich ein sehr harmonisches, stimmiges Fahrzeug. Gar nicht so barock, nenne ich es jetzt mal, sondern ganz modern. Nee, also ist nochmal, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und ich weiß, es gibt Menschen, die mögen das dunkle Holz lieber. Das sieht für manche wertiger aus. Der hier sieht großzügiger aus. Aber nochmal, Geschmäcker, die kann man nicht irgendwie diskutieren, die hat man und fertig. Ja, ne? So ist es. Am Stand des Caravan-Salon. Das Ganze mit Dieter Glasbrenner. Dich findet man in Schlüsselfeld üblicherweise. Das Beste ist Termin machen. Du machst immer mehr online, oder? Das heißt also, Leute können dich mal anrufen. Du kannst auch Fahrzeuge mal zeigen mit dem Handy. Ja, klar. Jederzeit. Also mit der modernen Technik heute kann man natürlich auch mal, ohne dass man immer viele Kilometer fahren muss, direkt übers Video das machen. Dein Fazit? Gut. Ich weiß nicht, mir fällt nicht immer so schnell was ein. Darf ich ja sowas sagen? Es ist das letzte Video für dich heute. Ja. Ja. Tag nur mal, lass mal rechnen. Du bist hier Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Montag. Du hast zu mir gesagt am Anfang, mein Gott, was soll man denn da 10 Tage lang drehen? Und wir haben, ich glaube, erst 3 Hallen gesehen oder so. Ja, ja. Das ist, man hält sich halt dann immer so lange an einem Stand auf, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Der Dieter ist ein Hammer, oder? Ja, er ist halt allein die Sprache auch, der ist ruhig. Ja, ich bin Hammer. Und er kann führen, das ist echt krass, ja. Der, weißt du, der hilft dir bei der Entscheidung, das ist ein mega Thema. Denn ist manchmal so, dass die Leute wollen ja Beratung haben, die wollen ja jemanden, der einen empfiehlt. Mhm. Und ganz oft haben die Sonderwünsche und da hast du oft Lösungen, oder? Na, ich sag mal, findet für jeden eine Lösung, wenn er will. Das ist so. Gar kein Thema. Tschüss, Dieter Glasbrenner. Wir schreiben heute Anno Domini, den 29. August 2022. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.